Willkommen zurück, Folge 10, XCOM Enemy Unknown. Wir werden heute mal eine Rüstung erforschen, denke ich. So, da haben wir nämlich unsere Rüstung, die uns deutlichen Vorteil geben sollte, was die Überlebenshäufigkeit angeht. Hallo, achso, da muss ich klicken. Capture's Armor. So, UFO Power Source. Heavy Lasers. Skeleton Suit, oh, der dauert nicht so lange. Plasma, Light Plasma. Könnte ich jetzt schon Plasma Sachen erforschen? Floater Autopsie, Sinmin Autopsie, Chrysalid Autopsie, Seeker Autopsie. Ich glaube, ich mache erstmal die Heavy Lasers. Ich verstehe nicht. Warum benutzt ihr solche advanced Technologie gegen innocent Civilians? Tja, weil sie es können wahrscheinlich. So, ich krieg die sogar noch diesen Monat. Die wollen drei Scatter Lasers haben. Was krieg ich dafür? 311 Dollar. Ah, mal sehen, ob ich da drei Scatter Lasers hinkrieg. Ja, jetzt habe ich Satelliten, aber ich habe keinen Satelliten-Dingens. Medium. Kann ich dafür im Moment mal Build by Items diese. Phoenix kennen, Uplink Targeting Aim habe ich noch, sehr gut. Weiß nicht, brauche ich ja noch einen? Hier brauche ich 10 Ingenieure erstmal, damit ich das da machen darf. Sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall Ingenieure demnächst. Nee, ich denke, einer reicht. Contact detected. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auf jeden Fall runterkriege und er nicht weiterfliegen kann. So, 1, 2, 3, Griff! Griff! Boah! Boah! Das war knapp. Okay, Medium ist kritisch mit meiner momentanen Ausstattung. Oh, severe Damage. Alter Schwede. Alter Schwede, oh, das war knapp. So, UFO-Class Unidentified ist es jetzt gegangen, okay. Hey, war es wohl doch größer als Medium oder was? Ach nee, war ja Medium, nee, klar. Sind Scavenger. Nö. Achso. Das ist der Support. Ja, da ich keinen Support habe. Warum hat die denn das? Nö. Sollte er das mitnehmen? Leverdart. Kann ich ihn auf jeden Fall zum Treffen bringen? Corporal Sprinter, Traditional Tiles. Attacks, not just movement. Aha, interessant. Die werde ich aber wohl mal. Ich glaube, ich habe niemanden mehr, den ich sonst mitnehmen könnte. Ja, Johnson. Sarah Lee Lucy, Era of Helia. Carlos Hernandez. Also, er hat einen verletzt im letzten Einsatz. Das ist total der Ruf. Nur Guppy ist wieder auf dem Bein. Das ist eine Gen-Modifikation. Ah. Warte mal kurz. View Memorial. Nur Reaper Man. Ist jetzt gestorben. Soldiers. Naja, ganz all around. Ja, Johansen. I'm on it, Commander. Das Facial Hair so toll.
Armortint Standard, nee. Hier, da ist das schon so ein schönes Beige. So, dann nehme ich den auf jeden Fall noch mit. Und dann wahrscheinlich den Support. Desert Fox. Unit Loadout. Aber dann auf jeden Fall das, weil du kannst drei davon das dreimal benutzen. Ja, habe ich wieder einen, den ich mal selber ersetzen muss. Das geht leider nicht anders. So. Go, go. Ich hätte mal direkt um die Ecke. Get ready to deploy. Our AO is Operation Blind Lore. Copy, Big Sky. Strike One is clear to attempt the breach. Okay. Meld gibt's auch wieder. Kurz gucken, ob ich irgendwo schon Andeutungen davon sehe. Ich glaube nie. Das Ufer wird einfach hier gerade abgestürzt sein. Das war so gerade hinter. Nee, Desert Fox kann ich nie einfach vorlaufen lassen. Feind in Sicht. Float da jede Menge. Ich hab keinen Sniper dabei, das ist eine Scheiße. 53%. Können natürlich direkt mal. Da ist auch reinholzen. Wir haben auch kaum Deckung, du bist gemein. Also auf jeden Fall irgendeinen versuchen davon zu töten. Ich weiß nicht, welchen ich davon eher töten sollte. Ich nehme mal den Dienst. Der hat sogar Schaden genommen. 25, yay. Hätte mir vielleicht die Option mit Rakete offen halten sollen. Wäre ich hier schon ein Sprinten gebrauchen müssen. Jetzt kriegt er Defensivbonus und daher ist er nicht ganz so kritisch. I'm on the move. 47, das ist ein ziemlich guter Aim-Wert, würde ich sagen. Jawoll, einer tot. Ah, das Support sich ja schon mal gelohnt hier, würde ich mal sagen, ne? Ja, die 15%, ganz knicken, dass ich da irgendwas treffe. Hätte ich das neue Jenny gemacht. Einer hat gereicht. Meld ist da rechts, okay. Die ist aber übelst wenig Deckung auf dem ganzen Schlachtfeld, meine Fresse. Wieder nachladen, wenn er eh nichts zu tun hat. Jetzt habe ich immer mal wieder Seeker, die hier rumstreuen, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Oh, oh, ist ja schon auf 3. Oh, shit. Da muss ich ja mal... Aha. Ich werde es wohl tun müssen. Nächste Runde noch 2 Runden. Und die werden wir auch ein bisschen sprinten müssen. Auf einer ähnlichen Höhe zu sein. Double time.
Dass es auf 3 schon unten ist, hätte ich nie gedacht. Nach der ersten Runde. Das andere ist auch noch da. Jetzt werde ich zuerst den hier bewegen. In Bewegung. Gegner? Fragezeichen. Momentan nie so aus. So, erstmal keine Gegner entdeckt, das ist schon mal sehr gut. Da kann ich die nämlich oben postieren, um meinen Typen Rückendeckung zu geben. Ja, dann folgt er mal. Ist mal da. Das hat Fox hier noch mit normalen Waffen. So. Du gehst auch dahin, denke ich. Okay, da ist irgendwas drin im Haus. Antamel sollte irgendwo hier sein, glaube ich. Oder hier drin. Hm, kann ich ja nicht erkennen. Heading out. Bin unterwegs. Mal nachladen. Ich sozusagen Zeit dazu haben, nachzuladen. Ich vermute mal eher, dass die da alle in dem Ding drin sind, dass sie jetzt hier rechts von mir sind. Ja, lass mich. Ja, rechts nehme ich gleich Ende. Deswegen finde ich das realistisch, so um mich hinzustellen. Komplett Richtung Ufer zu positionieren. Da bin ich auf jeden Fall zuerst. Ich will nicht die Gegner triggern. Auf dem Weg. Alien-Objekt in Sicht. Genau, das dachte ich mir nämlich schon, dass es auch ziemlich weit unten ist. Muss jetzt in den nächsten anderthalb Runden sozusagen dahin kommen. Wir müssen mein ganzes Squad mitnehmen. Bestätige. Und mal, das ist eigentlich Quatsch. Ja, dass ich jetzt hier stehen. Den stecke ich auch noch dahin. Kann ich dann nämlich auch hier von zwei Seiten ins UFO reingehen, deswegen habe ich das gerade gedacht, dass ich die hab links hier stehen lassen. Das ist der ganze Zweck dahinter. Erst mit dem bewegen. Position bestätigt. Los geht's. Na, hoffentlich ist jetzt nichts. Ne, ist nichts. Gut, da kann ich das auch nächste Runde einsammeln. Verstanden, Commander. Kannst dich auch schon mal dahin bewegen. Okay. So, stellt euch mal zusammen hier hin. Das ist, glaube ich, keiner von den beiden Sunny Pack. Das ist natürlich ungünstiger so aufzuteilen, wenn ich 2 Sunnies dabei habe. Mal den ganzen Rest aufschließen lassen hier. Schick die vielleicht doch lieber hier rüber. Weil da sind ja schon die, die es eh gut treffen.
Moment. So. Ich muss mir kurz erleichtern. Ich kann schon bis da reinschauen. Ich könnte schon mal da hingehen, denke ich. Muss jetzt irgendwie da mal reingucken. Okay, da ist noch nichts drin. Dahin. Problem ist, ich kann immer noch nicht reingucken, weil das System mit schrägen Wänden hat es das nicht so beim Deckung nehmen und so, dass man da reingucken kann. Es ist leider die einzige Schwachstelle von XCOM. Von der Neuauflage des XCOM. Hoppala. Wuppdi-dulu. Meine Stellung ist in Gefahr. Yes, Commander. Toll, der kann halt nie wirken bei so einer Aktion. Genauso wie es haben. So, einen will ich davon töten. Den anderen würde ich gerne gefangen nehmen. In Bewegung. Eigentlich egal welchen. Töte auf jeden Fall einen. Den anderen will ich gefangen nehmen, weil dafür kriege ich Forschungscredits. Müssen wir noch einen Schritt rangehen? Nein! Nein! Ich bin schon gelaufen mit ihr! Nein! Oh fuck! Ich Trottel! Ach shit! Hoffentlich stirbt sie jetzt nie. Bitte das Schöne überleben. Oh Mann, bin ich ein Trottel! Oh shit! Oder hat er halt einfach ab. Dann, oh, aber er hat überlebt. Oh Gott, war ich gerade. Brain AFK. Shit, ey. Ich muss mich auf jeden Fall wieder zusammenreißen. Wenn ich ein paar Mal solche Fehler mache, habe ich wieder mein halbes Team verloren. The alien flight computer could prove to be extremely useful in our own research. Please take great care in returning it to the base in one piece. Ich gebe mir Mühe. Habe ich nicht schon in zwei NAV-Computers die ganzen? Kann ich schon reingucken, also da kann eigentlich nichts sein. So, oh Gott, ey, was ich für ein Quatsch da gespielt habe. Dass es gut ging. Du mal, das Fuchsen ist schon mein Gefangennehmer hier sozusagen. Guppi geht mal dahin. Und dreht sich natürlich zur Wand. Oh oh. Oh oh. Da steht jetzt der Typ in. Der hat nicht mal einen von den kleinen hier getötet. Passt auf die Seiten auf! Den dort können nicht die anderen machen. Toll. Wie dazu? Nicht gut.
Oh shit. Oh shit. Ich mache erstmal den hier weg, denke ich. Komm, mach weg. Nicht gut. Ich jetzt mit der Kette hier rumballere. Oh je. Bring ich wahrscheinlich den NAV-Computer in Gefahr. Boah, das hat einfach ein schlechtes Aim. Boah. Fuck. Overwatch. Der bewegt sich der Flotter. Mist, aber geht genau durch. Den wollte ich eigentlich haben. Oh shit. Achso. Nochmal Mist. Sehr gut. Ich stehe direkt daneben. Oh shit. Oh shit. Oh, was ist denn hier durch die Gegend? Ach, das ist wieder. Achtet auf die Flanken. Oh shit. Au. Damit ist er so ein Fox tot in der ersten Runde. Die Homes. Na, was? Oh Gott. Sehr gut. Der muss eigentlich zuerst sterben. Jawohl. Ich hab die doch schon. Nur die beiden. Ich muss versuchen, es wegzumachen, was weggeht. Shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein! Aua. Aua. Habe wieder echt alles auf dem Haufen. Darf ich jetzt wieder mit meiner Tussi hier? 5. Jawohl, den wollte ich mich eigentlich mit haben. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob bloß ein Alien Containment ist, wenn ich zwei mitbringe. So, muss erstmal nachladen, blöderweise. Du kannst auch mal nachladen. Dich hier hin. Der hat ja gar keinen. Ach, Mist. Da muss ich erstmal alles nachladen. Ja. Overwatch. Komm, jetzt mach den mal weg. Geht doch. X-Ray ausgeschaltet. Der andere ist bestimmt auch auf Overwatch. Jetzt muss mit der vorgehen. Warum gehe ich mit der mit wenig Leben vor? Ich bin ein Trottel. Sehr gut. Excellent work. All ja. Objectives complete. Ah, das mit dem Desert Fox. Ah. Direkt den ersten. Kriegt er vom stärksten einfach mal volles Breitseite ab. Meine Güte. Guppy has been promoted. Zu Captain. Grenadier. Ich kann zwei Granaten tragen oder den increases area of effect suppression or rockets by 2 tiles. Ich könnte größere Rocket-Schaden machen. Der ist noch genauer geworden. Sehr geil. Oder zwei Grenades werfen. Frag Aim und Needle Grenades und außerdem einen Damage mehr damit machen.
Na, ich denke, ich will größer aufräumen können, wenn ich mal Gegner Horden habe. Killed in Action. Tja. Your men certainly seem to have a knack for capturing alien subjects alive. I only hope they realize how important their work is in relation to ours. Please pass on my gratitude to our forces. Plasma Rifle und Plasma Pistol. Tja, das war Folge 10. Ruhe in Frieden, Desert Fox. Danke fürs Zuschauen.